So, let's play Dragon Age 2. Es geht weiter. Wir haben gerade mit dem Grauen Wächter gesprochen und der ist jetzt mit in unserer Gruppe, wenn wir ihn mitnehmen würden, was ich aber nicht machen werde, denn mir gefallen die Gruppenmitglieder, wie sie sind, schon ganz gut. Außer sie verlassen die Gruppe, weil ich sie so schlecht behandle, dann kommt ein anderer dazu. So, was haben wir jetzt hier nochmal zu tun? Nichts. Gut, das ist nicht viel. Dann legen wir uns mal zum Ausgang. Wobei, ich gucke kurz mal ins Inventar. Yeah! Oh! Nein, der Zauberstab ist hundertprozentig schlechter. Nicht zerstören! Ich will es doch verkaufen! So. Na komm, die ganzen Sachen sind auch hundertprozentig schlechter. Das behalten wir alles. Ja, das ganze Trash-Gedöns. Das können wir ja eigentlich mal wieder verkaufen, ne? Kann man hier irgendwo verkaufen? Nee, das ist hier scheinbar kein Händler. Ich nehme mal an, Händler sind nur diejenigen, die auch Schatztruhen haben, wo man dann bei der Truhe handeln kann. So, in der Nacht gibt es einmal den Lockvogel und hier gibt es einmal den. Nö, nicht den Lockvogel. Okay, dann gehen wir. Ich weiß nicht, eigentlich sollten wir auch mal wieder was hier machen, damit wir wieder ein bisschen Action haben. Wobei in der Nacht haben wir auch Action in der Stadt. Also das ist ja jetzt nicht unbedingt anders. Aber wir müssen natürlich auch die Quest hier in der Stadt fertig machen. Und natürlich kommen wir nicht drum rum, die Quest hier auch in den freien Marschen zu machen, da die natürlich auch damit zusammenhängen. Irgendwie, zumindest manche. Gerüchtefeinde unter uns. Warum wird jetzt mir hier eine Gerüchte-Quest angezeigt? Das war doch sonst nie so, dass ich da Gerüchte-Quests habe, die mir angezeigt werden auf der Map. Das finde ich ziemlich komisch. Hier, Gerüchtefeinde unter uns. Ist das jetzt neu? Wurde Dragon Age gepatcht? Aber wir holen uns mal dieses Gerücht. Ach so, das ist dann. Ah, hier haben wir noch ein paar Quests. Okay. Die Templer ihn aufgenommen haben. Ich habe ihn angefleht, dem Orden nicht beizutreten. Aber er wollte nicht auf mich hören. Man hört finstere Gerüchte über die Templer und Kommandantin Meredith. Und jetzt ist mein Bruder verschwunden. Das ist nicht gut. Ich möchte euch helfen. Sagt mir einfach, was ihr wisst. Caron hat mir jeden Tag geschrieben. Doch plötzlich kamen keine Briefe mehr. Ich habe ihm oft geschrieben, doch ohne Antwort. Ich wollte zu ihm, aber Kommandantin Meredith hat mich rauswerfen lassen. Sie sagen mir gar nichts. Euer Bruder könnte in der Tat in Schwierigkeiten sein. Was kann ich für euch tun? Solltet ihr bei euren Reisen auch in die Galgenburg kommen, dann fragt doch bitte die anderen Rekruten, Wilmot und Yu, nach meinem Bruder. Sie waren Carons engste Freunde im Orden. Wenn jemand weiß, wo er ist, dann sie. Möge der Erbauer euch segnen und bei diesem Vorhaben über euch wachen. Quest absolviert. Gerüchte. Feinde unter uns. Somit haben wir jetzt die Questfeinde unter uns. Da wir das Gerücht abgeschlossen haben. Das ist ja auch schön. So, das heißt also, wir haben jetzt nur noch zwei Gerüchte. Genau. Wahrscheinlich ist die andere Quest, die wir hier annehmen können, die da oben, auch noch ein Gerücht. Dann machen wir das nämlich schnell mal. Und wenn nicht, dann ist es auch nicht so schlimm, denn Quests sind Quests und ich mache ja Quests gerne. Wenn das nicht mal eine Lüge war.
Ach, wir sind Hilfe gesucht, Ding. Belohnung ausgesetzt. Bürger von Kirkwall. Meine geliebte Kette Ninette ist verschwunden. Ich werde jenen belohnen, der sie mir zurückbringt. Fragen zur Belohnung oder zu Ninette sprecht auf dem Markt der Oberstadt mit mir. Güslein de Carac. Oder wie auch immer. Okay, Güslein de Carac ist hier oben scheinbar. Eure Gattin entschieden hat, euch zu verlassen, können wir nichts dagegen tun. Ninette ist meine Frau. Sie ist von Rechts wegen an mich gebunden. Bringt sie mir zurück. Wir sind hier fertig. Nutzloses Pack. Wofür bezahlen wir diese Faulpelze überhaupt? Eure Frau ist verschwunden. Wenn ihr möchtet, könnte ich versuchen, sie zu finden. Wirklich? Oh, ihr glaubt nicht, wie lange ich darauf gewartet habe, dass jemand das sagt. Dieses närrische Weib hat mir nichts als Peinlichkeiten beschert. Jemand muss sie nach Hause schleifen. Die Wachen sind anderer Ansicht. Sie sind unfreundlicher als meine Frau. Vielleicht ist euer Freund hier verständiger. Ihre Familie wird langsam misstrauisch. Sie denken, ich könnte ihr etwas angetan haben. Aber selbst wenn... Nun ja, ich will einfach nur sicherstellen, dass sie wissen, dass ich nichts damit zu tun habe. Ich helfe ihnen mal, obwohl ich eigentlich mehr dazu tendiere, ihnen nicht zu helfen, weil der so ziemlich merkwürdig mit seiner Frau umgeht. Aber immer gucken, vielleicht können wir ja sagen, wir helfen ihnen und dadurch erfahren wir ein bisschen was über ihn und dann können wir ihn vielleicht umbringen, weil er gegen uns kämpfen muss oder möchte oder so, keine Ahnung. Ich mach das aber mal. Ich werde tun, was ich kann, um Ninette zu finden und sie nach Hause zu bringen. Ihr solltet mit Jethan in der blühenden Rose reden. Ich wusste nicht, dass sie Prostituierte aufgesucht hat, bis Jethan einen Brief geschickt hat. Zu uns nach Hause. Einmal hatte er sogar Blumen geschickt. Lilien. Meine Lieblingsblumen. Ach, ich kriege Kopfschmerzen, wenn ich darüber rede. Ich wünsche euch viel Glück, Sarah. Quest aktualisiert. Das erste Opfer. Okay, war das jetzt eine... Das war keine Gerüchte-Quest. Aber das ist auch völlig egal. Hier... In diesem Gebiet ist das sogar scheinbar. Nee. Nee, gar nicht. Hier lang. Gehen wir weiter. Gehen wir rein. Interessanter Ort. Lasst uns nicht allzu lange. Madame Lusine führt diesen Ort für Haran. Oder mit ihm. Oder auf ihm. Das ist so eine Coterie-Geschichte. Das wollte ich gar nicht so genau wissen. Gucken wir uns mal um. Er hat nicht von dir verlangt, deine Federbohren zu tragen. Hier müsste er sein. Da. Heute ist mein Ruhetag. Aber für euch mache ich eine Ausnahme. Was soll ich sagen? Wenn man schon arbeitet, dann sollte man auch hart arbeiten. Jethan, habt ihr Ninette in letzter Zeit gesehen? Ninette? Schon seit Wochen nicht mehr und das ist wirklich zu schade. Ich genieße ihre Gesellschaft. Ich habe gehört, sie hat ihren nichtsnutzigen Ehemann endlich verlassen. Das freut mich für sie. Ich wünschte nur, sie hätte sich noch verabschiedet. Okay. Habt ihr irgendeine Ahnung, wo sie sein könnte? Nun ja, also... Da war noch jemand anderes, der nach Ninette gesucht hat. Ein Templer. Ich glaube, sein Name war Emmerich. Und er wollte auch nicht mit mir schlafen. Ich weiß nicht, warum sich ein Templer für jemanden interessieren sollte, der kein Magier ist. Wer will schon mit ihm schlafen? Das ist ziemlich eklig. Vielleicht weiß Emmerich ja etwas, das wir nicht wissen.
Emmerich sagte, er würde seine Nachforschungen in der Dunkelstadt fortsetzen. Vielleicht ist er ja noch dort. Und wenn ihr Ninette findet, dann sagt ihr bitte, sie möge doch mal wieder bei mir vorbeischauen. Es ist nicht abartig. Nun gut, aber ja, noch eine Quest. Ihr seid zurück? Seid ihr nicht vielleicht doch an meinen zahlreichen Diensten interessiert? Vielleicht? Ich habe genug Zeit und ein wenig Geld. Also warum nicht? Beim Atem des Erbauers. Kannst du das nicht machen, wenn ich nicht dabei bin? Achso. Okay, dann nicht. Na schön. Dann mache ich es eben ein andermal. Zu spät. Ich habe die Bilder bereits im Kopf und sie werden nie wieder verschwinden. Oh Mann. Oh, wie abartig. Ich glaube, dass dieser Questmarker weg ist, deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Ihr seid zurück? Seid ihr nicht vielleicht doch an meinen zahlreichen Diensten interessiert? Ich muss leider schon wieder aufbrechen. Ganz wie ihr meint. Shit, ich kann das nicht machen. So ein Bullshit. Kann ich hier nicht die Gruppe wechseln? Ist hier nicht irgendwo ein Gruppenwechselgedöns? Oh Mann, das ist aber schade. Ich hätte mal doch ja sagen sollen. Dieser blöde Questmarker, der nervt mich jetzt ein bisschen. Aber gut. Okay, hier haben wir nichts. Dann gehen wir mal hier raus. Galgenburg, Dunkelstadt, Galgenburg, da bist du auch noch hin. Kennt ihr einen Rekruten namens Karen? Seine Schwester sucht ihn. Wir können nicht mit euch sprechen, Miss Sel. Oh gut. Wir gehen dann einfach und zwar irgendwo anders hin, als in die Galgenburg. In die Leere damit. Karen und die anderen sind verschwunden. Aber unsere Befehle. Niemand hier unternimmt etwas, um sie zu finden. Vielleicht ist es an der Zeit, Außenstehende um Hilfe zu bitten. Ihr könnt mir vertrauen. Ich bin nur an Karens Sicherheit interessiert. Kommandantin Meredith hat angeblich einen neuen Initiationsritus, den man durchlaufen muss. Wer nicht stark genug ist oder in seinem Glauben schwankt, der übersteht ihn nicht lebend. Ihr eigenes Volk? Wie furchtbar. Und das glaubt ihr ernsthaft? Immer mehr Rekruten verschwinden. Wilmot ist zurückgekommen. Was? Wirklich. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Wenn Wilmot zurückgekommen ist, weiß er vielleicht mehr über die anderen vermissten Rekruten. Mit Sicherheit. Wilmot hat mir erzählt, er gehe vor die Tore von Kirkwall. Um den Kopf freizukriegen. Warum habt ihr uns das nicht gesagt? Hauptmann Cullen hat es befohlen. Kurz bevor er mit der Suche nach Wilmot begonnen hat. Es ist nicht lange her. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr ihn auf der Straße noch einholen. Okay. Na gut. Dann gehen wir mal weiter. Das erste Opfer. Ja doch, machen wir das erste Opfer. Sprich mit Anders. Was? Neue Quest? Oh ne. Gib's da nicht. Immer diese blöden Gegner.
Da. Treffpunkt. Cool, da unten. Okay, dann 5 und naja, okay, dann gehen wir da mal gucken uns mal um. Ja, das hat gut funktioniert. So, und der letzte, der vorletzte. So. Hab Dank für euer rechtzeitiges Auftauchen, Sarah. Mein Name ist Emmerich. Genau der Mann, nach dem ich gesucht habe. Ich muss mit euch über Ninette sprechen. Ah, Ghislaine de Carracks Gemahlin. Ihr Verschwinden hat meine Aufmerksamkeit erregt. Ich habe versucht, der Sache nachzugehen. Die Untersuchung war jedoch reine Zeitverschwendung. Warum das denn? Habt ihr denn gar nichts herausgefunden? Die meisten sagen, sie habe einfach nur ihren Gemahl verlassen. Angefangen hat das alles, als Maren, eine der Magierinnen aus unserem Zirkel, plötzlich verschwand. Das kam mir seltsam vor, weil sie schon etwas älter und alles andere als abenteuerlustig war. Und dann habe ich von Ninette und zwei weiteren Frauen gehört, die vermisst werden. Ich hatte mal einen Freund, der plötzlich verschwunden ist. Am Ende habe ich ihn betrunken unter meinem Bett gefunden. Was ist? Ich denke, zwischen diesen verschwundenen Frauen besteht ein Zusammenhang. Und ich befürchte, wir haben es mit einem Verbrechen zu tun. Oh. Kann ich euch bei eurer Untersuchung irgendwie helfen? Es ist nicht länger meine Untersuchung, Sarah. Aber ihr könnt sie gerne fortsetzen, wenn ihr möchtet. Dieser Kampf hat mir gezeigt, dass ich nicht mehr der Krieger bin, der ich einmal war. Ich weiß, wann es an der Zeit ist, Platz für andere zu machen. Hier, nehmt meine Aufzeichnungen. Vielleicht könnt ihr mehr damit anfangen. Ich kehre in die Galgenburg zurück. Ich bin zu alt für das hier. Eine Gießerei in der Unterstadt? Dem sollte ich auf den Grund gehen. Nun gut. Kann man hier noch mehr finden, noch mehr machen, als soweit hier das so zu machen? Wir haben ja hier noch nicht alles entdeckt. Ja, funktioniert super. Die Tür ist nicht aufmachbar, aber da hinten, also nicht mal anklickbar. Man kann sie nicht mal anklicken und da hinten ist irgendwas, wo man noch hin kann. Okay, dann hat sich das ja wohl erledigt. Hier ist dann auch nichts mehr. Nö. Nö, nö. So, ich könnte nochmal kurz. Plattenrüstung dürfte eigentlich schlecht sein, das auch. Hallo, ja. So, da unten haben wir. Ach so, das ist jetzt Nacht. Ach so, weil wir hier jetzt schon alles fertig haben. Das ist natürlich cool. Mal wieder, da kommt wahrscheinlich dann später wieder noch was zum Machen. Das erste Opfer und der Lockvogel. Das ist cool. Dann machen wir mal die Nacht hier. Dann wird es noch ein bisschen spannender wieder.
Nur so nachtig ist es ja, naja doch, es ist, der Mond ist da, aber es ist noch ziemlich hell. So, ich hoffe, die Gegner spawnen jetzt hier nicht neu. Scheinbar tun sie das nicht. Das ist ja lame. Das ist ja doch nicht so spannend. Ja, gar nicht auffällig. Das war zu erwarten. Na also. Hammergeil. Erstmal explodieren. Hey, ich konnte dich looten. Erst sagen, das war wundervoll und jetzt ist es doch ein ungutes Gefühl. Höchst mysteriös. So, gibt es hier noch irgendwas zum Looten? Nö. Wir können hier einmal lang, aber auch da hinten, wo der lang gegangen ist. Das sind menschliche Knochen, oder? Ich glaube, mir wird schlecht. Haben wir gerade gekotzt doch. Ein Sack voller Reis. Alter! What the fuck? Das war echt nicht schön. Oh, wie ich solche Momente hasse. So, dann können wir aber erstmal wieder herausgehen. So, hier haben wir dann auch nichts mehr. Oder? Ne, hier haben wir auch nichts mehr. Das heißt, wir können auch aus diesem Gebiet komplett raus. Oh, ich dachte, da würden jetzt Gegner spawnen, aber das war nur ein Lag. Ach, da, das Gebiet verlassen. Ja, und da müssen wir wieder in... zum Tag gehen, haha, aber wir haben hier in der Nacht noch was zu machen. Und zwar den Lockvogel. Ich glaube, den machen wir, glaube ich, auch erstmal. Ne, da kann es nicht lang gehen. Okay, hier sind auch noch Gegner.
Der ist tot. Na? Wumm. Diese Straßen sollten nachts sicher sein. Hättet ihr Interesse dafür zu sorgen, dass dem auch so ist? Sie sind doch jetzt sicher. Nee, ich bin doch irgendwie falsch, oder? Ja, ich bin falsch. Ich muss nämlich hier lang. Niemand hat das Anwesen verlassen. Aber ich habe von drinnen auch kein Geräusch gehört. Daenerys weiß vielleicht, dass wir hier sind. Das sehe ihm ähnlich. Er könnte magische Verteidigungsmechanismen vorbereitet haben. Sie werden mich nicht von ihm fernhalten. Okay, bei dieser Mission ist es leider zwingend notwendig, den einen Typen hier mitzunehmen, diesen Fenris. Das ist leider so vorgeschrieben scheinbar. Okay, dann möchte ich gerne ihn mithaben und die Magierin, weil die ziemlich viel Damage macht. Wo seid ihr, Meister? Habe ich hier einen Platt? Nein, wir müssen aber einfach hier nur... Okay. Ein bisschen hier durchsuchen. Ja, habe ich gesaved? Ja, okay. Das sieht man immer nicht so deutlich. So. Passt auf, wo ihr hintretet. Du hast ein Level up. Und du kannst die Fallen entschärfen. Das war's schon. Alter, nicht schön. Da. Ja, toll. Na, Tischkante. Cool. Der ignoriert uns einfach. Ja, das ist ja schön. Jetzt haben wir hier drei Wege. Ich guck mal kurz auf die Map. Und da kann man auch noch hochgehen. Ja, schön. Ich meine, das ist sonst nichts Besonderes hier, ne? Nö. Nee, aber das war's erstmal. Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahmesession wieder und dann werden wir uns für einen Weg entscheiden. Man kann wahrscheinlich eh alle gehen, aber trotzdem ist sogar ein Loch in der Decke. Ist ja ganz schön hier. Aber wie gesagt, bis zum nächsten Mal.